Hi, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück hier bei SimCity mit mir. Ich bin Penetica. Ich spiele mit dir und dir und dir. Und hier ist Pause, die machen wir mal auf. Und jetzt geht das Spiel weiter. Die Musik wird lauter und wir tauchen ein in unsere Stadt, die da immer noch heißt Schlack. Das werde ich aber jetzt ändern. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, weil meine Mitstreiter hier in der Karte ja. Zumindest zwei davon, der Dodaka und der Janno, durch irgendwelche Filme oder Fernsehserien inspiriert hier ihren Namen vergeben haben. Ich habe schon wieder hier nicht mein Avatar. Mensch. Oh, der Stromski holt meinen Müll. Das ist aber nett. Herr Stromski ist der Müllmann für alle. Ja, ich werde jetzt aber der Sanitäter für alle. Ich habe hier ein Auto zu verschicken. Ist jetzt die Frage, an wen ich das schicke, aber ich glaube, ich schicke das jetzt an den Stromski, weil der holt bei mir den Müll. Dann schicke ich ihm doch, oder? Dann schicke ich ihm doch die Kranken wegen. Ist ja eigentlich nur fair, ne? Die anderen machen ja im Moment noch nichts für uns hier. Glaube ich zumindest, habe ich noch keine Meldung gekriegt. Deshalb kriegt jetzt der Stromski mal den Krankenwagen. Außerdem ist es nicht so weit darüber, da nach Aria. Da kann er hinfahren, unser Krankenwagen, denke ich doch. So, dann werde ich jetzt diesen Namen hier umbenennen. Ja, die Stadt umbenennen, wie gesagt. Weil die anderen sich hier in Sachen Fernsehen betätigt haben, dachte ich, mache ich das doch einfach auch und nenne meine Stadt so. Entenhausen, Daufen. Wir sind in Entenhausen zu Hause. In Entenhausen, da bin ich daheim. Das hier ist Entenhausen, sieht man auch sofort auf den ersten Blick. Hier wohnt Dagobert. Naja, nicht wirklich. Dagobert hat ein bisschen eine andere Butze. Da müssen wir hier noch ein bisschen warten, bis Dagobert einzieht. Aber Tick, Trick und Track wohnen hier. Da wohnt auf jeden Fall. Warte mal, hier, wo wohnen denn die anderen alle? Wer gibt's denn da überhaupt noch? Der Darkwing Duck wohnt hier. Im Bartschs Haus. Oh Gott, ich kenne jemanden, der Bartsch heißt. Christ. Bosch. Die sind tatsächlich auch eher wohlhabend, die Bartschs. Brückner, Lübbens. Und hier wohnt Penetika. Oder ihr. Ne, hier, da. Oh, bald. Im Trailer. Naja, darüber reden wir ein andermal. Ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Ja, wir sparen ja gerade auch Geld. Wir machen mal die Zeit ein bisschen schneller hier. Ich habe ja ein paar Tipps von euch auch bekommen. Einmal, warum ich das Ding hier nicht drehen konnte, das hat sich geklärt. Da war die Straße da zu kurz. Das macht aber nichts. Ich finde es eigentlich mittlerweile ganz gut, dass es da steht. Dann hat mir, glaube ich, der Man mal den Tipp gegeben, ich soll nicht so kleine Kreisel, also nicht so kleine Vierecke machen, oder? Das warst auch du? Ich weiß es nicht mehr genau. Das werden wir auch mal versuchen einzuhalten. Da ist sicherlich was dran. Und jetzt sehe ich gerade hier, mein Lager ist ja hier fast voll. Wieso wird denn hier eigentlich nichts verkauft? Handelsdepot? Könnt ihr mal bitte ein bisschen Kistenlieferung? Ja, es ist hier gleich voll. Könnt ihr nicht mal bitte verkaufen, den Kram? Ah, eben ist was rausgegangen. Das müsste doch auch bedeuten, wir hätten jetzt ein bisschen Geld gekriegt. Na, aber eine Million war das jetzt nicht gerade, so wie ich mir das vorgestellt habe. Muss ich jetzt mal feststellen. Habe ich mir jetzt ein bisschen umfangreicher vorgestellt, die Verdienste durch Kohle. Ha! Da stand doch irgendwas von im Geld schwimmen, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist denn hier? Ich finde, das neue Windkraftwerk steht der Stadt gut zu Gesicht. Ja, da hast du recht. Sieht hübsch aus, ne? Mehr Jobs. Wir haben im Moment nicht genug Fabrikarbeiter. Gut, dass das hier so logisch ist bei mir. Ist es eigentlich nur bei mir so? Gute Manager zu finden. Okay, die brauchen Manager. Aber die anderen, die brauchen ja wirklich Fabrikarbeiter. Und davon haben wir anscheinend nicht genug. Das macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Muss ich da mal sagen. So, jetzt bauen wir mal hier unsere Street weiter. Oh, wir haben ein bisschen Geld gekriegt. Warte mal, aber ich wollte ja auch irgendwie noch was ausbauen. Was wollte ich denn noch? Ah, wir brauchen Bus. Genau, einen Bus wollten wir kaufen. Ein Bus, nee, Straßenbahn, Bus. Wieso ist denn hier kein. Ah, Bus, nee, nicht Straßenbahn, hier Bus-Shuttle-Depot. 20.000, alter Pompalter, und kostet 300 in der Stunde.
Oh Leute, könnt ihr echt nicht mehr Auto fahren? Ist es echt schon so wild jetzt? Das Ding hier ist schon so teuer in der Stunde. Da müssen wir dann wieder die Steuern erhöhen und das wollt ihr ja auch nicht. Wir sind hier nur am Meckern. Es ist wie im wahren Leben. Wir müssen noch ein bisschen mehr Wohngebiete ausweisen. Und zwar, wie machen wir das mit hier unserem neuen tollen Kreis? Die Planetika hat einen Kreis gebaut. Kreisverkehr. So könnten wir hier mal bauen oder so. Auch schön. Doch, so bauen wir auch. So baue ich jetzt hin. Das werdet ihr gleich sehen. Ich mache das jetzt gleich wirklich. Und zwar machen wir dann was oder so. Ne, so ist es zu eng oben. Wir machen es schon so. Ja, ich bin der Baumeister. Bob. Ich bin Bob. Jetzt bauen wir dahin. Und dahin. So, sehr schön. Naja, nur da kannst du mal sehen, ich stehe da drauf. Du hast das so ähnlich gemacht und ich hab. Also, ich mache das nicht so, weil es der nur so gemacht hat, aber ich mache das so, weil ich immer dieses ewig gerade bauen, das ist einfach so langweilig, wie ich finde. Wir machen uns das jetzt hier ein bisschen lustig. So, haben wir ein bisschen hier ausgewiesen und jetzt gibt es hier noch ein bisschen Wohngebiete. Wirst du gleich mal sehen. So, ich hatte hier gerade ein kleines Telefonproblem. Das habe ich aber eben einfach durch Nicht-Drangehen gelöst. Ich hasse es, wenn mein Telefon klingelt. Es gibt doch nichts Schlimmeres, oder? Als wenn das Telefon klingelt. Das ist doch fürchterlich, ist doch das. So, hier machen wir noch Wohngebiete hin. Und ich möchte aber auch, obwohl wir brauchen, eigentlich brauchen wir hier so ein bisschen Billig-Wohngebiete. Dann lassen wir es jetzt mal so. Hier draußen auf dem Ring will ich dann auch irgendwann mal eine Schule haben. Was haben wir denn hier? Bibliothek haben wir auch noch. Eine Schule. Ha, Bildung. Keine Schulen. Schulen sorgen für neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei entsprechender Investition helfen sie beim Aufbau sauberer Hightech-Fabriken. Saubere Hightech-Fabriken. Ja, das klingt doch gut. Und wir haben mal wieder Stau in Schlack. Das ist, weil ich hier noch nicht in den Kreisen gebaut habe. Gibt es hier Stau überall an jeder blöden Kreuzung. Guck, hier hinten staut sich gar nichts. Hier fahren sie alle schön rum um die Kreise. Wir reißen das hier alles wieder ab, sage ich euch jetzt schon. Das ist eine Prophezeiung und machen hier unseren Kreis schön rund. Dass das hier so ein schöner Stadtring wird. Oh, da freue ich mir. Da freue ich mir. In dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Ja, kannst du bald renovieren. So fein. Renovieren. Der wird auch langsam alt, ne? Nicht genug ver. Was ist denn hier gerade gewachsen? Hier ist gerade so ein Furunkel gewachsen aus dem Boden. Guck mal, da laufen sie auf dem Dach rum. Im Ba. Ah! Schroff-Immo! Freie Wohnungen. Och ja, ein Furunkel. Ich glaube, ich will das mal ganz schnell hier fotografisch festhalten. Aber vielleicht, wenn es wieder hell ist. Obwohl, ne, die Schrift auf dem Thumbnail ist eigentlich auch. So, dass man schön eigentlich im Dunkeln auch fotografieren kann. Achtung, gehen wir da weg. Ja, very schick. Oh, hier unten ist die Feuerwehr am. In ihrer Stadt brennt es. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh shit. Was hast du denn jetzt hier gemacht, du Depp? Hat schon irgendjemand eine Feuerwehr? Ah, Feuerwehr, es brennt. 20.000. Oh, ich habe gerade 20.000. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wohin mit der Feuerwehr? Mit der Wehr des Feuers. Sollen wir die mal hier hinbauen? Das ist relativ in der Mitte hier. Aber da ist gerade das da hinten jetzt, wo es gerade brennt, relativ schlecht angebunden. Ich mache mir hier ewig Gedanken da unten, fackeln die Buden ab. Auch geil. Komm, wir machen sie hier hin. Schwupp. We have a Feuerwehr. Oh, die ist noch geschlossen. Das ist ja auch geil. Ja, was machen wir denn hier? Kann das mal bitte jemand löschen? Was mich glücklich macht, es gibt tolle Läden zum Shoppen. Was mich unglücklich macht, mein Mann brennt. Oh je, es brennt. Ah, ihr habt es schon gemerkt, ja. Hier ist es anscheinend noch nicht aufgefallen. Es gibt tolle Läden zum Shoppen. Was? Kohlekönig! Bauen Sie ins Gehalt? Das ist ja schon wieder weg, der Kohlekönig. Ach, guck mal, hier sprießt gerade unsere Stadt, Hier sprießen gerade echt größere Buden aus dem
Aus dem Nichts sprießt es hier, es sparießt. Sieht schon aus wie Paris, das stimmt. Ja, ich muss hier manchmal Screenshots machen, Leute. Weil, ach, guck mal, hier ist die Feuerwehr schon am Start. Und löscht das Ungeheuerfeuer. Ist ja ungeheuerlich. Wieso habe ich denn hier Feuer? Die anderen hatten bestimmt noch kein Feuer. Hier, dir gefällt's, ne? Ja. Luft nach oben ist aber schon noch. Sie sind gar nicht mal so übel als Bürgermeister. Hier, ich lösche gerade das Haus deiner Nachbarn. Habe meine letzten 20.000 aufgebracht. Es ist ein Gebäude abgebrannt. Och ja, wo denn? Ich denke, die stehen doch hier noch. Ach, verlassenes Gebäudegrund. Brand! Wir abreißen. Jetzt kommt halt ein neues hin. Was soll's? Neues Haus, neues Glück. Oh nein, jetzt wollen die auch noch die... Oh! Hier ist ja voll was los. Es heißt, so ein verrückter Kerl namens Dr. Wool würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Oh je, das kommt davon, wenn man sich das Limited Edition Gedöns kauft mit dieser Gangster-Geschichte. Maxis meint, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Okay. Wieso demonstrieren die denn hier so? Sind die jetzt wieder weg? Nee, die sind noch hier. Kann mir mal einer sagen, wegen was die hier so demonstrieren? Es ist doch alles schön. Die Leute protestieren. Der Grund, zu viele Keime. Zu viele Keime. Ich hab doch ein... Ah, die Müllabfuhr. Da sie keine Müllhalde gebaut haben, ist die Stadt jetzt verschmutzt. Es liegt überall Müll herum. Ja, ich dachte, das macht der Müllmann Stromski. Der kam wohl nicht mehr nach. Kann ich das irgendwie auch hier bestellen, Müllabfuhr? Nee, offensichtlich nicht. Ich kann jetzt aber hier mein Löschfahrzeug in irgendeine andere Stadt schicken. Oh, wieso dampft's denn bei mir hier so? Gott, bei mir dampft's, Leute. Hilfe. Ich glaube, ich bin voll schlecht. Entenhausen dampft. Weil es hier brennt, oder was? Ja, jetzt müssen wir hier in irgendeine von diesen Städten hier, müssen wir unsere Feuerwehr schicken. Ich glaube, ich schicke sie mal zum Jano oder zum Dodakar. Ich glaube, der Dodakar, der steht von uns allen im Moment am besten da. Deshalb schicke ich die Feuerwehr. Die schicke ich jetzt einfach mal zum Jano. Der kriegt hier mal noch eine Feuerfront. Nein. Der kriegt ein Feuerwehrauto von mir spendiert. Und ich brauche eine Müllhalde. Was kostet denn der Spaß? 9.000. Und in der Stunde 300. Oh Gott. Guck mal, das ist die Hälfte von unserem kompletten Verdienst. Wir müssen hier mal die Steuern erhöhen. Leute, es tut mich leid, aber das geht jetzt nicht anders. Wenn ihr hier so ein Kackstar wollt, hier wie Müllhalde. Die kann man noch ausbauen, oder was? Ja, die bauen wir jetzt aber auf jeden Fall mal hier hinten hin, so. Müllabfuhr für Nachbarn verfügbar. Ja, die kann man hier noch ausbauen. Och Gott, wir stellen Leute ein. Ja, hoffentlich ist hier... Was ist denn jetzt? Brennt's schon wieder? Ja, wo brennt's denn? Ja, wo brennt's denn? Glocken, Leute. Wir sollten uns einen Feueralarm besorgen, um die Reaktionszeit zu beschleunigen. Mache ich. Fährt er jetzt gerade hier zum Januar oder was geht ab? Was geht ab? Ist jetzt hier mal was? Wir stellen neue Leute ein. Ich glaube, hier wohnen immer noch zu wenig Leute. Leute, hier wohnen zu wenig Leute. Guck mal hier, unsere neuen Häuser. Sind die nicht schick? Und hier werden noch mehr so Dinger hier aus dem Boden gestampft. Aber es wird Zeit, dass unser Müll abgeholt wird. Ja, die Sache mit dem Müll. The thing with the Müll. Ist die Sache. This is very mülli hier, everything. Warte mal, Grillplatz, Grillpavillon. Nö, will mal einen Spielplatz bauen. Für die Kinder. Für die Kinderchen. Den machen wir mal hier hin. So, da freut ihr euch, ne? Juhu, alle freuen sich. Ein Spielplatz. Yay, juhu. Wuhuhu. Okay. Es ist wieder gut. Ich habe mich beruhigt. Ja, wat? Es gibt viele kranke oder verletzte Sims. Ja, wir können ja hier auch noch ausbauen. Ich kann ja hier noch ausbauen, wenn es hier zwei Tote pro Tag gibt. Das ist natürlich nicht so schön. Wir können wie immer erstmal hier ein Schild draufstellen. So rum bitte. Klinik.
Klinikum Pinikum. 10.000! Patientenzimmerflügel 12.000. Und so ein Krankenwagenstellplatz kostet 10.000. Alter Schwede, kommt mal hier wieder Gas. Dass wir uns das dann auch leisten können, bitte.